Für das Gemeinwohl. Wir waren bei der Heinrich-Peters-Stiftung und israelische Musiker in Hannover, eine Begegnung in der Leibniz-Schule. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu 0511, Ihrem Magazin für Hannover. Gemeinnützige Arbeit ist toll. Seit 1967 hilft die Heinrich-Peters-Stiftung Menschen aus Niedersachsen in Not. In den letzten 20 Jahren hat die Stiftung rund 4.250 Menschen mit einer Gesamtsumme von 2 Millionen Euro unterstützt. Heute Mittag fand im DRK-Landesverband Niedersachsen die aktuelle Sitzung statt und ein Vorstandswechsel stand an. Wir waren natürlich vor Ort. Es gibt einen Wechsel im Vorstand der Heinrich-Peters-Stiftung. Der ehemalige Generalbevollmächtigte der Nord-LB und Wirtschaftsexperte Professor Dr. Sonning-Bredemeier geht nach langer Zeit im Vorstand nun in den Ruhestand. Gleichzeitig wird Monika Lindner als neue Vorstandsvorsitzende begrüßt. Ich blicke zurück auf eine für mich zumindest sehr befriedigende Tätigkeit in diesem Rahmen, dass ich auch Menschen habe oder dazu habe beitragen können, Menschen zu helfen, die es in der Tat dringend nötig haben. Also ich denke, die Gesellschaft ist, wie ja die Statistiken zunehmend auch zeigen, durchaus in Teilen doch sehr bedürftig. Die Armutsgrenze ist relativ hoch hier auch in Niedersachsen. Leider ist das immer noch so. Und ich denke, dass wir an der Stelle eine durchaus nicht unbedeutende Hilfestellung leisten können, obwohl die Stiftung insgesamt ja nicht so eine riesengroße Stiftung ist. Gegründet wurde die Stiftung 1967 nach dem Tod von Bankkaufmann und Unternehmer Heinrich Peters. Sein gesamtes Vermögen sollte dem Gemeinwohl von hilfsbedürftigen Menschen in Niedersachsen zugutekommen. Dieses Ziel hat auch über 50 Jahre nach der Gründung weiter Bestand. Die zentralen Ziele sind, bedürftige Personen zu unterstützen bzw. auch Projekte zu finanzieren, die durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Wesentlichen unterstützt bzw. betrieben werden. Monika Lindner, die zuvor Standortleiterin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO war, freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Wir setzen die Arbeit der Stiftung jetzt einfach fort. Es geht uns darum, dass wir die Förderanträge, die gestellt werden, die müssen wir bearbeiten, entscheiden, was wir mit den Leuten machen. Wir wollen dann natürlich auch die Projekte weiter fördern und was in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren ein bisschen problematisch war, war, dass die Anforderungen oder die Antragstellungen sind rückläufig ein wenig. Und wir wollen die Arbeit mit den Beratungsstellen, mit den Sozialämtern und mit den DRK-Einrichtungen etwas intensivieren. Nachdem das Jahr mit einem Wechsel angefangen hat, blickt die Heinrich-Peters-Stiftung optimistisch auf das Jahr 2020. Und wir kommen zu den Nachrichten des Tages für und aus Hannover mit Martin Schlüter. 20 Studierende, Absolventinnen und Absolventen hat das Präsidium der Leibniz-Universität jetzt für ihre herausragenden Studienleistungen ausgezeichnet. In einer Feierstunde im Kommunikationszentrum Königlicher Pferdestall haben sie ihre Urkunden entgegengenommen. Der Preis des Präsidiums wird seit 1995 verliehen und ist mit jeweils 250 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird von der Christian-Kuhlemann-Stiftung, vertreten durch die Universitätsgesellschaft, finanziert. Einen großen Greifvogel hat die Laatzener Feuerwehr gestern Mittag in einem Gewerbegebiet in Pattensen eingefangen. Das an den Flügeln verletzte Tier hatte sich in einem Gelände eines Gewerbegebietes niedergelassen. Die Tierretter der Laatzener Feuerwehr verfrachteten das erschöpfte Tier in eine Transportbox und dann ging es im Feuerwehrauto Richtung Tierärztliche Hochschule. Dort wurde der Mäusebussard dann untersucht. Und wie jeden Mittwoch kommen wir zum regionalen Sport. Heute wieder mit meinem Kollegen Niklas Kuschkowitz. Hallo Niklas, schön, dass du da bist. Hallo Felix, sehr gerne. Wir beginnen mit der ersten Basketball-Bundesliga der Damen am Sonntag um 16 Uhr. Hier bei uns in Hannover, TKH Hannover gegen SV Halle. Wie sieht es da aus für die Hannoveranerin? Ja, noch sind 6 Spieltage in der Hauptrunde der ersten Basketball-Bundesliga Damen zu absolvieren. Und die TKH Damen, für die ist es jetzt ein richtig spannender Kampf um die ersten 4 Plätze. Momentan stehen sie auf Platz 5 und der 4. ist Herne. Jetzt ist es aber so, dass es sehr wichtig ist, oben dran zu bleiben.
bleiben. Und mit einem Sieg gegen den Gegner Halle, die stehen nur mit 8 Punkten auf Platz 10, kann sogar doppelt gewonnen werden, weil Konkurrent Herne muss in Keltern beim Spitzenreiter ran. Und damit können die TKH-Damen den Abstand auf Platz 4 um zwei Punkte reduzieren. Schnell vergessen müssen wir jetzt die hohe Niederlage in Nördlingen. Da gab es ein 59-82, das ist schon ganz schön deutlich. Notwendig ist aber, und das hat sich auch in Nördlingen wieder gezeigt, dass Alexandra Tarasava, schwieriger Name, aber die hat 23 Punkte auch in Nördlingen gemacht. Die muss in Punktelaune kommen. Und ja, schauen wir mal, was Trainerin Tatjana Galova da aufs Parkett bringt. Wir sind gespannt. Wir bleiben beim Basketball, allerdings beim Rollstuhlbasketball. Auch in die erste Bundesliga schauen wir. Unsere Freunde von Hannover United gegen Zwickau am Samstag um 18 Uhr. Ja, und da sage ich nur, boah, sind die gut drauf. Ey, das ist eine Saison, die hat man so überhaupt nicht erwartet. Das ist bisher wirklich, wirklich richtig gut. Die stehen 3 Spieltage vor Ende auf Platz 3. Das war überhaupt nicht zu erwarten. Damit ist auf jeden Fall schon mal Platz 4 fix und auch das Viertelfinale der Playoff-Runde schon erreicht. Jetzt kommt Zwickau, die sind Tabellenletzter und da sollten die Füchse doch auf jeden Fall ein gutes Spiel und einen Sieg auch landen. Dann geht es noch nach Wiesbaden und zu Hause gegen Ostbelgien. Das sind auch Spiele, die kann man ganz gut für sich entscheiden. Ja, entscheidend für die Füchse ist jetzt, dass so Neuzugänge wie Mariska Bayer, Joe Bestwick oder auch Jan Haller, aber natürlich auch unser alter Freund, der schon öfter mal hier war, Mannschaftsführer und Nationalspieler Jan Sadler, dass die richtig gut drin sind und dann sollte das eine gute Saison bleiben. Auch da drücken wir den Hannoveranerinnen und Hannoveraner natürlich die Chance. Wir kommen zu, ja, mittlerweile fast unserem Lieblingssport, Wasserball. Letzte Woche hast du dich gut geschlagen, habe ich ja gesagt, Martin ist nicht hier, Jörg ist nicht hier, aber du kannst es heute wieder. Wir haben wieder einen Doppelspieltag, ja. White Sharks gegen Duisburg und Waspo 98 gegen Berlin, Neukölln. Und beides im Stadionbad, 16, 18 Uhr. Wir fangen mal mit den White Sharks an, würde ich sagen. Genau, die machen nämlich den Auftakt zu diesem großartigen Doppelheimspielwochenende. Und das ist das Spiel gegen Duisburg. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen, die Duisburger stehen einen Platz vor den White Sharks, also auf Platz 4 und die White Sharks auf Platz 5. Mit einem Sieg können aber die White Sharks diesen hart umkämpften Platz 4 übernehmen und das verspricht eine ganz spannende Partie zu werden. Ja, und danach 18 Uhr Waspo gegen Neukölln. Das ist wieder, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, der Titelkampf in der ersten Wasserball-Bundesliga wird entschieden zwischen Waspo und Spandau. Da geht gar nichts anderes mehr. Zurzeit ist Spandau noch ungeschlagen, Waspo dahinter mit nur einer Niederlage, 2 Punkte dahinter. Neukölln ist letzter, da gab es letzte Woche schon den klaren Sieg in Berlin mit 18-9. Und jetzt in Hannover, da sollte Waspo auch klar gewinnen eigentlich. Kommen wir zum Eishockey, gucken in die Oberliga Nord. Auch da haben wir 2 Spiele. Am Sonntag um 18 und 19 Uhr. Hannover Scorpions gegen die Rostock Piranhas. Das ist das erste Spiel, um das es geht. Genau. Und in der Eishockey-Oberliga ist es auch so, die Belastung ist gerade enorm hoch. Also schon am Freitag müssen die Scorpions beim dritten, also den Hamburger Crocodiles, antreten. Und dann geht es am Sonntag direkt gegen die Rostocker. Aktuell sind die Scorpions auf Platz 5 mit 63 Punkten. Da ist die Blickrichtung ganz klar Richtung Playoff-Runde. Die Rostocker stehen mit 37 Punkten auf Platz 9. Und für die Scorpions sind besonders die Heimspiele wichtig. Also da muss man Punkte holen, sich stabilisieren und vielleicht noch weiter nach oben klettern. Also eigentlich ist das ein Sieg für die Hannoveraner, der muss einfach drin sein. Ja, und dann die Indians, die spielen um 19 Uhr im Kult-Eisstadion am Pferdeturm. Die Indians sind auf Platz 4 mit 65 Punkten. Die marschieren auch auf die Playoff-Runde zu. Also Hannover ist gerade eine Eishockeystadt. Jetzt kommen die Saale Bulls, die stehen mit 56 Punkten auf Platz 7. Wollen natürlich aber auch noch unter die ersten 6. Also das verspricht echt eine ganz spannende Begegnung zu werden auch. Niklas, das war mal wieder eine Punktlandung, inhaltlich wie zeitlich. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Vielen Dank, ich bedanke mich. Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Die Gedenkstätte Alem veranstaltet in ihrer Reihe Musik aus Israel regelmäßig Konzerte junger israelischer Musiker. Der Hintergrund: Angehörige beider Nationen sollen sich ohne Vorurteile kennenlernen. Dazu gehört auch ein Besuch in einer hannoverschen Schule. Und diesmal waren die Musiker Keran Ilan und Trace Kotick zu Gast in der Leibniz-Schule. Martin Schlüter berichtet. Antisemitismus und Rassismus dürfen in einer offenen und toleranten Gesellschaft keinen Platz haben.
Musik baut genau hier oft Brücken. Die Musiker Karen Ilan und Trace Kotich haben ein offenes Ohr für die zahlreichen Fragen der Leibniz-SchülerInnen. Amazing way. Everything, every time people can talk. Ein beeindruckender Weg. Man kann sich darüber austauschen, was passiert, und ausdrücken, was sie denken. Es ist ein guter Weg, auf vieles eine neue Lösung zu finden. Besonders, weil ich die Chance hatte, zuzuhören und mit den Schülern zu sprechen. Vielleicht ändert es in manchen Dingen ihre Sichtweise, auch nur für eine Sekunde. Alle waren sehr interessiert an uns, wo wir herkommen, von wem und was wir musikalisch beeinflusst wurden. Wir haben im Gespräch vieles vertieft, ganz andere Dinge als geplant, und die Reaktion war sehr warmherzig. Im Gepäck jede Menge Musik, und die ist kraftvoll und geht unter die Haut. Ich beabsichtige damit eine energiegeladene Stimmung in der Musik. Wenn du dich gut fühlst, ist es so, als ob dir jemand den Kopf aufrichtet. Und das möchte ich mit meiner Musik tun. Das Gefühl, wenn du deinen Kopf hebst und du die besten Seiten dieser Welt siehst. Optimistisch und weltoffen. Die Gedenkstätte Alem organisiert die Konzertreihe Musik aus Israel in Kooperation mit dem Café Glocksee, oft verbunden mit einem Schulbesuch. Einfach zu kommunizieren, also einfach, dass keine Berührungsängste da sind, sich die Kulturen untereinander verständigen, sich kennenlernen. Und es ist, glaube ich, in heutigen Zeiten sehr, sehr wichtig. Die Gedenkstätte macht da schon seit Jahren hervorragende Arbeit. Es war angekündigt, dass zwei Künstler aus Israel kommen würden. Und das finden wir hier als Leibniz-Schule wirklich wunderbar, dass wir eine Begegnung haben können und dass wir hier mit Menschen zusammenkommen können, die etwas erzählen können, sowohl über das Leben in Israel als auch über Musik. Und das hat man heute gesehen, dass das die Schülerinnen und Schüler sehr interessiert hat. Das hat sie wirklich zusammengebracht. Das erwartet man halt nicht, wenn man sich so denkt, so von der Schule organisiert, dann ist man halt so ein bisschen skeptisch und denkt sich so, was kommt jetzt da? Und deswegen war es umso interessanter und hat umso mehr Spaß gemacht, dann auch zuzuhören. Das Gegenteil von langweilig ist der Fall. Das beeindruckt auch die Musiker. I think these are very cool kids who came. Ich denke, das sind sehr coole Kids. Ein bisschen schüchtern, das ist okay. Ich fühle mich sehr geehrt, über mich sprechen zu dürfen und über das, was ich tue. At least what I did. Und stolz ist auch die Schulleiterin. Für sie eröffnet sich eine besondere Chance. Das sind ganz außergewöhnliche Möglichkeiten, die man ja sonst einfach nicht hat. Also man kann sich mit Israel auseinandersetzen, aber das bleibt dann natürlich immer so ein bisschen theoretisch. Also dass man wirklich eine Begegnung haben kann in der Schule, das ist, glaube ich, sehr viel wert. Ein spannender Schultag rund um das Leben in Israel und um die dortige Musikszene geht zu Ende. Und vielleicht ist es für einige auch der Beginn einer neuen Sichtweise auf die Musik, auf das Leben und auf ein Miteinander ohne Antisemitismus und Rassismus. Und zum Schluss haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Morgen Nachmittag findet rund um den Maschsee eine Naturkundetour statt. Treffpunkt ist der Platz der Göttinger Sieben. Los geht's dann um 15.30 Uhr und dann gibt's für alle Besucher winterliche Infos rund um Leine, Maschsee und Maschpark. Die Tour dauert eine knappe Stunde. Und das war's schon wieder mit 0511. Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.